geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Map Porta Westfalica zusammen mit dem Toto, Marco und Maverick. Hallo. 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 Und es geht hier immer noch nicht vorwärts. Ich könnte kotzen. Keiner. Hast du schon einen Deutz bekommen? Keiner hier bei Feld 13, der den Stroh aufsammelt. Mann. Ich bin doch schon unterwegs. Ich kann nicht aufsammeln. Bist schon da, ich hab keinen Ladewagen. Ich dachte, du spielst immer noch da hinten mit dem Mähwerk rum. Es rappelt im Karton. Blöde Maverick, ey. Was denn? Schickt er mir einen Link bei Steam. Und ich klick drauf. Es rappelt im Karton. Dabei hatte ich es gerade vergessen, ey. Als ob. Hatte ich wirklich vergessen. Ja, ja. Vielleicht zu Hause. Gibt's Ärger. Als alle nervt. Aber hier hast du es doch nicht vergessen. Du dir jetzt hier in Hilfen abernten oder was? Ich weiß auch nicht, was er sollte. Ah. Wer hat denn hier angefangen? Ich weiß es nicht. Ach gut, ich weiß es. Was denn? Wer hier angefangen hat zu dreschen. Wer war es denn? Es spielen ja noch mehr Leute auf der Map mit. Also, als ich da eingestiegen bin in den Deutz, war da so quer durchgeschossen. Ja. Immer diese Praktikanten, ey. Ja. Da hat der schon einen deutschen Mähdrescher, ne? Und jetzt? Und dann konnte er erst doch nicht vernünftig anfangen. Hat er sich so beschwert, dass er einen größeren Mähdrescher wollte. Weißt du, worüber ich mich eigentlich beschweren könnte? Nee, aber gleich. Dass die Deutsch-Anhänger noch nicht drin sind. Wieso? Sind doch die Ladewagen. Ja, aber ich krieg doch spezielle Deutsch-Anhänger von Marco. Kann ich meine Scheimatte haben willst? Der Deutz. Achso, ich will alles haben eigentlich, aber. Gerade will ich Deutz-Anhänger. Die du gesagt hast, die schon fettig wären. Hab ich gar nicht. Was? Die sind fettig, Freezy, mach dir mal keine Sorgen. Ja, dann zieh die doch drauf. Willst du die jetzt schon drauf haben? Die können wir uns eh noch nicht leisten. Hab ich noch nie. Nee. Du willst mich gerade laxen hier, wa? Ja, laxen willst du mich, ne? Nee. Nächstes Jahr. Dieses Jahr, Gamescom, 3 Tage, bam, bam, bam. Ja, ich bin noch nicht da. Mach ich dir ein Deutsch Branding. Genau auf den Stirn. Lass mich raten, Marco, bist du Deutsch-Fan? Nö, hör bloß auch mit dem Shit hier, ey. Wieso hast du denn Deutsch auf der Stirn stehen? Das ist eine Geschichte, Leute. Ich war mal frech zum Freezy. Und auf Gamescom hat er mir dann ein Branding verpasst. Oh, das hätte ich dir gleich sagen können, dass das in die Hose geht. Lass gerade die Zeit mal was schneller laufen. Warum? Weil der oben am See, also jetzt. Ging es gerade nicht voran. Die ging nicht voran. Er hat sich nichts getan hier oben. Du bist ja auch da. Ich alle Schellen auf der Gamescom, ey. Kommt Marco um die Ecke mit so einem Kung-Fu-Outfit. Ja.
Ich habe hier eine Liste. Zuerst fange ich mit Toto an. Und dann hampelt er vor dir rum, dann kriegt er eine Geschosse und dann fängt er an zu heulen. Ja. Das sage ich meine Mama. Dann schielt er dich an und sagt, du Gewinner. Ja. Du Gewinner. Ach, ihr seid fies. Ja, Maverick traut sich ja nicht zur Gamescom zu kommen. Ja, Maverick. Ja, ist klar. Bei Maverick weißt du, dass er sich nicht traut. Große Klappe, aber der weiß ganz genau, dass er einen zwischen die Hörner kriegt. Ja, ich komm nicht mehr nach. Ich komm nicht. Warum denn nicht? Ach, ich hab keine Lust so auf die Gamescom. Angst hat er, der zittert zu Hause. Wenn er den Teamsieg betritt, dann fängt er an zu zittern. Scheiße. Muss ich aufpassen, dass ich heute nichts sage, sonst kriege ich auf Gamescom noch mehr Schläge. Ich heiße ja nicht Marco. Warum immer ich? Ja, warum nicht? Weiß doch, trifft immer die Kleinsten. Soll das Stroh... Wird er in die... Was? Ach schon, in die Bunker? Füll erstmal Kompost auf und oben das Sägewerk und wenn das voll ist, dann alles wieder ins Lager. Und bei den Kühen auch mal bitte ein bisschen Stroh wieder rein. Ach, das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Überfordert dich, ne? Ja. Ist auch mal schön, hier die Leitung zu haben. Hier. Könntest du mir das bitte als Link schicken? Ja. Aber muss auch unterspeichern, ne? Ja. Es rappelt im Karton. Kommt die GEMA. Ah! Das geht so nicht, da haben sie in Minute sowieso dieses Lied gesungen. Bist du noch weiter am Abernten mit deinem Mähdrescher oder? Ja, ich ernte hier weiter, ja, warum? Auf welchem Feld denn? 13. Gamescom wird. Ach, die Gamescom, die GEMA wird bei dir nichts sagen. Nö, das stimmt. Da sowieso nichts. Das kann man ja nicht singen, ne? Singt er da ein Lied von uns nach? Ich kann das nicht verstehen. I cannot verstand. Was kommt denn da angetrudelt? Band. Holzwang, Maverick oder Toto? Hallo, seit wann fahre ich Fan? Ja, Maverick. Ja. Mach schneller Deutsch und ramm ihn schnell, schnell. Aber weißt du, was hier hinten drauf fehlt bei dem Hänger? Mein Gesicht? Nein, da steht Deutz Fahr und unten drunter müsste stehen Anfänger, oder? Ja. Er ist so alt wie deine Oma, den darfst du gar nicht mehr bringen, ey. Aha, meinst du? Jetzt mach ich mal bei Gedanken, Frisi. Woher weißt du, wie alt seine Oma ist? Kennen sie. Achso. Ah ja. Also, Frisi weilt nicht mehr unter den Lebenden. Ja doch, ich bin unsterblich. Ah, oh, ja. Sei doch Superman, wa? Nein, ist Unkraut, unkaputtbar. Auf Vampir. Freezy verkleidet sich auf der Gamescom als Batman. War ich Karneval. Hat mir kein Foto geschickt. Willst du ein Foto haben? Nee. Also, sonst häng ich, du hast bestimmt eine Schräge, wa? Dann häng ich bei dir oben eine Schräge übers Bett. Ah, Freezy. Du Schnucke. Werde ich mit Dartpfeil drauf. Ja, ist klar. Da reicht aber gar nicht mehr Normalposter, oder? Gamescom. Strich hier auf der Schatzliste. Hoffentlich verwechselst du die Listen ja nicht. Nee. Es könnte vielleicht sein, dass hier ein paar Striche einfach mehr drauf kommen. Aber laut meiner Erzählung habe ich nur 25 Mal ein Diss gegen dich gemacht. Und du haust mich schon 55 Mal.
Wenn Frisi jemand als Batman sieht, der wird auch sagen, ne? Schon lange nichts mehr gearbeitet, hä? Die kleinen Spinner. Aber wir kommen heute mehr zum Reden wie gestern, ne? Warum? Ja, gestern mit dem Lachflash. Ja. Oh, ganz großes Englisch hier. Was war das denn jetzt für ein Spruch? Knall dir okay. Mal jemand eine. Kann mal einer in meinen Traktor bitte mal gerade einsteigen? Nee, nee, danke. Ah. Ja. Komm, steck mal einer bitte ein. In den New Holland, in den kleinen. Ich komme. Bist du wieder umgefallen? Nein! Ja, verbreiterte Achsen hinten, guck dir das mal an! Was ist denn hier passiert? Weiß ich nicht! Auf der anderen Seite auch! Ja, da fällt mir nur eins zu ein, du bist so hässlich, dass selbst die Räder von dir wegrennen. Das gibt schon mal 300 Schläge, ne? Das heißt, die zwei dann auf der Gamescom gegeneinander aufrechnen. Also. Am 21.03. hast du um 20 Uhr sowieso das zu mir gesagt. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Da stehe ich heute immer noch zu. Oh, verdammt. Am 25. Schlag sagt er, ey, das sind schon 5 zu viel. Aber bring mich doch nicht durcheinander. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Jetzt habe ich mich verzählt. Aber wieder von vorne. 1 zu 2. Nein. Vor allem musst du dann so zählen. 1, 2, 2, 2. Ey, mach mal weiter. Ah, jetzt hast du mich aufs Konzept gebracht. 1. Es rappelt im Karton. Ton, 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 ton. Ton, ton, ton. Hat wer einen Tankfass für mich? Naja, könnten wir uns aber auch mal langsam kaufen. Ne? Ich hab noch 8 Liter im Tank. Mit was ernten wir eigentlich die Pflaumen und die Kirschen? Mit gar nichts? Einfach nur mit Hänger drunter fahren? Mit oder? Der Hand. Halt mal die Klappe, sag mal. Nee, das ist... Es geht auf Paletten. Echt jetzt? Ja. Meine ich zumindest. Dass es auf Paletten geht, weil da war doch Palettenkollektor, glaube ich. Wo wir letztes Mal da waren. Mal jemand die Lage weg, wir brauchen Geld. Schon wieder. Ja, wir kaufen uns mal so ein Kottefass. Brauchen wir eh. Große Nachfrage bei Hochhaus. Komm, Merrick, los, los, los. Ja, da würde ich jetzt aber wirklich sagen, fahrt mal. Haben wir noch einen Hänger? Ja, dann nehmen mein Deutz, da ist Weizen drin. Kommst noch eben einmal zu mir, tankst mich ab. Und dann fährst du mit dem Sand holen. Und Maverick lässt das Streuensamen mal eben auch sein, holt sich den anderen Kaweko und fährt auch oben hoch Sand holen. Genau das gleiche wie bei Marco. Welchem Trecker denn bitte? Weiß ich nicht. Du kannst doch auch den kleinen Anhänger, den silbernen, nehmen. Also wir haben doch, wenn du weiter... Was machst du denn? Du mähst da weiter, oder was? Ich mähe weiter, ja. Ja, dann kann er doch den Deutz fahren. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Einer nimmt den Deutz mit dem Anhänger, kippt eben dieses Weizen aus und fährt hoch Sand holen. Maverick nimmt sich den zweiten Anhänger, fährt hinterher und holt Sand. Und, und Marco nimmt sich einen Hänger und nimmt den silbernen und macht den auch noch mit Sand voll. Und wie viel hast du gerade im Tank drin? 42%. Ja, dann komm mal gerade nochmal austanken. Ja, habe ich ja auch noch gerade zu dir gesagt. Hört ihr mir zu, Alter?
Ich sagte gerade, du kommst hier hin und tankst mich nochmal ab und dann fährst du das Weizen wegbringen. Du hast gesagt Toto. Ja, mir doch egal wer, ist so scheißegal. So, nochmal. Marco bringt jetzt den Weizen weg, nachdem er mich abgetankt hat. Toto oder Maverick, einer von den beiden, schnappt sich den zweiten Hänger, ich bin leer, mit von den Kaweco. Wir fahren und, alles an. Genau, und einer, warte mal, Marco, komm nochmal eben bitte einmal zurück. Und einer nimmt sich den silbernen und fährt hinterher und holt nochmal Sand. Ne? Na, da haben wir ja schon mal einen Plan. Gib Gummi. Ja, wenn es jetzt schon Doppelgeld dafür gibt, dann müssen wir das auch ausnutzen. Es gibt noch so viele Sachen, die wir kaufen müssen. Ja, den soll ich doch nehmen. Was? Ich rede mit Maverick. Was denn? Doch egal, wie ihr es nehmt, streitet euch nicht. Wo sind die kleinen Grünhänger? Oder nehmt die, genau. Einer ist oben am Sägewerk. Ist aber da kriegst drin? Du auch nur 6.000 mehr, ne? Mit zwei grünen wie mit dem einen silbernen. Ach so, ja, dann in den silbernen. Marco, fahr ordentlich. Wo ist der silberne? Ja, der hat vorne kein Gewicht. Der ist beim Seedmaster. Muss ich das auch noch erst wegfahren? Oh. Ah, das ist doch gleich auf der Seite, du. Ja, das weißt du, was das für ein Weg ist? Ja, klar. Hey, Marco, was hast du mit mir vor? Fahren zum Hof. Der fährt mit mir hier zwischen den Hopfen und keiner sieht uns. Mhm. Der wollte mich anfummeln oder so. Kuschelrunde, was? Ja, der wollte mich schon wieder einschlagen. Ja. So, meine lieben Zuschauer, wir sind auch am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es doch mit deinem Like und ich sage tschüss und bis morgen. Haut rein, ihr Schlingels. Ja. Ciao. Tschüss.